Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bellride. Ja, wie ihr seht, sehe ich noch genauso verwurschtelt aus wie im letzten Part. Das liegt daran, dass ich jetzt gleich nach dem letzten Part nochmal aufnehme. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß und let's go! Also Leute, wir sind ja hier stehen geblieben und haben ja jetzt noch die Quests mit diesen Heilmitteln. Dafür bekommen wir 150 Belohnungen und wir müssen ja auch noch jemanden rekrutieren. Jo, jetzt ist nur die Frage, was machen wir? Kann man denn eigentlich auch hier bei den Häusern irgendwas Nützliches finden? Oder kann man hier gar nichts machen? Das ist halt eine gute Frage. Ach, das ist wieder der Dobron. Zu dem will ich aber nicht. Und das ist Dalibor. Hutch. Seid ihr neu in der Stadt? Es ist üblich, dass ihr den Ältesten grüßt. Kann ich sie etwas fragen? Ich suche gute Leute, die mir helfen, diesen Ort zu überleben. Würdest du in Erwägung ziehen, mit mir zusammenzuarbeiten? Was passiert im Dorf? Ich kann nicht viel darüber reden, aber wir wurden von einer Reihe mysteriöser Verschwinden heimgesucht. Menschen verschwinden spurlos und hinterlassen nichts als Angst und Ungewissheit. Verschwinden? Nein, sie werden von den Leuten des Lords mitgenommen. Zumindest glauben das die meisten Leute. Ohne jede Spur weiß niemand, was mit ihnen geschieht. Das klingt erschreckend. Auf Wieder, tschüss. Auf Wieder, tschüss. Ich will eigentlich jemanden rekrutieren. Naja, gut. Werde ich bestimmt auch irgendwann nochmal. Latschen wir einfach mal hier durch. So, wir haben ja jetzt noch einen Tag bis zum Winter. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir die Kräuter sammeln oder... Sollen wir mal dieses Banditenlager anschauen? Wisst ihr was? Wir gehen jetzt zu diesem blöden Banditenlager. Denn mich interessiert tatsächlich, was da so ist. Und vielleicht finden wir ja dann auf dem Weg dahin auch noch anderes Zeug. Oh, hallo. Was ist mit denen? Kann ich die anheuern? Keep your head down and your mouth shut if you know what is good for you. Ah, okay. Nö, kann ich nicht. Er sagt, ich soll mich verpieseln auf Deutsch. Sie hier hat auch wieder ein Fragezeichen. Ah, das ist wieder die Emily. Was hat sie denn für uns? Götter, hast du wirklich diese Wölfe für den Ältesten getötet? Das ist ja zum Lachen. Warum ist das so lustig? Wölfe zu bekämpfen war nicht lustig, das verspreche ich dir. Da draußen ist es hart. Ja, genau. Ich habe die Tat nicht auf die leichte Schulter genommen, das verspreche ich. Ich kann dir helfen, aber ich brauche zuerst deine Hilfe bei etwas. Was brauchst du schon wieder? Du wirst mir helfen, den Herrn des Flachlands zu töten. Was? Ich soll wen töten? Moment, meinst du das ernst? Nein, ich wollte nur sehen, wie du reagieren würdest. Wenn du wirklich helfen willst, lass uns mit den Leuten von Herndin anfangen. Die Niederlande befinden sich in einer schwierigen Lage und es gibt viele Menschen, die Hilfe brauchen. Die Ältesten sind entweder überfordert oder inkompetent oder beides, wie im Fall von Dobron. Also, ich will etwas dagegen unternehmen. Sag es nur nicht Dobron. Ich hoffe wirklich, dass sich das alles lohnt. Ich mache keine Geschäfte, die ich nicht einhalten will. Erkundige dich bei den Leuten im Dorf. Es gibt viele, die ihre Hilfe brauchen. Das war's für den Moment. Bevor wir mit unserer Arbeit beginnen, möchte ich mehr über dich erfahren. Du bist in unser Dorf gekommen, ausgerechnet aus Wisterfield, und hast uns alle überrascht. Aber warum? Wir können dir jetzt die Geschichte erzählen, wie wir hierher gekommen sind, oder wir sagen, dass es nicht fair ist, etwas über uns preiszugeben, ohne dass sie etwas über sich preisgibt, und das sage ich ihr jetzt auch. Wirklich, dann sollten wir wohl damit anfangen, dieses gegenseitige Vertrauen aufzubauen. Einverstanden. Sonst noch was? Tschüss. Tschüss. Tschüssikowski. Na, wisst ihr was? Ich kann doch nicht einfach wildfremden Leuten hier erzählen, wieso ich da bin. Das würde ich doch so auch nicht machen. Was backst du so durch die Gegend? Ein Reh. Oder ist es eine Ziege? Es ist eine Ziege. Nein, ich mache jetzt nichts mit der. Genau, weil wir sind nämlich noch im Dorf. Schauen wir uns mal hier ein bisschen im Wald um.
Oh, da sind auch so viele Kühe. Habe ich noch was zu essen? Ja, ich esse jetzt mal hier dieses Ding, bevor das auch verdirbt. Bin ich richtig? Ja. Oh Mann, und da hinten sind zwei Banditen und ich bin hier einfach alleine. Kann ich mich eigentlich anschleichen oder ducken oder so? Glaub nicht. Belastend. Oh, das sind sogar drei, glaube ich. Da oben sind die, seht ihr sie? Die sind doch bestimmt stärker als ich, oder? Sollen wir es einfach mal probieren? Also ich glaube, das wird schief gehen. Ich sag's euch gleich. Kannst du da hoch? Oh, da kommen sie schon. Hey, lauf. Nein, geh weg, du. Also die Kämpfe sehen irgendwie doof aus. Okay, sie haben mich noch nicht erwischt. Komm her, komm her. Ich geb dir eins auf die Nuss, du. Oh nein, jetzt Hilfe. Stirb. Nein, ja, der eine ist schon weg. Geil. Das sieht so bescheuert aus. Ja. Nein, lass mich in Ruhe. Kann ich blocken? Keine Ahnung. Scheiße, mir geht's nicht mehr so gut. Ja. Komm. Nein, nicht, dass ich... Ach. Okay, das war spannend. Das war spannend. Riemen. Kampf. Bewege die Maus nach links, rechts, oben oder unten. Klicke gleichzeitig LMB, um einen gerichteten Angriff auszuführen. Oder RMB, um einen gerichteten Block auszuführen. Was ist denn? Linke Maustaste-Button? Keine Ahnung. Beobachte den Feind genau und es gibt viele Waffentypen. Das ist mir bekannt. So, wo ist denn jetzt der andere? Ach so, hier irgendwo anscheinend. Da. Verband, Riemen und Münzen. Geil. Und ich dachte, ich schaffe das nicht, aber... Voll gut. Banditenschatz. Gold, das du im Banditenlager gefunden hast, sieht aus, als ob es jemandem gehört. Was kann ich jetzt damit machen? Questgegenstand, das ist ja doof. Egal, wir gehen jetzt mal ins Lager und gucken, was wir da noch so finden. So, die müssen doch hier bestimmt irgendwas Tolles haben. Hier haben sie auf jeden Fall eine Kiste. Zinnerz. Sonst nix. Ach doch. Doch, doch, natürlich. Da hinten ist was. Was ist hier? Was ist denn das da? Ach so, das ist der Fels eigentlich nur, ne? Ja. Stone ernten. Okay. Ist hier im Wagen noch irgendwas? Nein. Okay, was haben wir denn jetzt? Hat gelootet. Wir haben drei Riemen. Zinnerz, Verband... Den können wir eigentlich gleich mal verbrauchen. Oder? Nee, ich bin voll. Lehrlingsbuch Handwerk. Benutzen. Stärke. Achso, Handwerk hier. Lehrlingsbuch Landwirtschaft. Vielleicht muss ich das eine erst fertig lesen, bevor ich die anderen lesen kann. Fell und den Schatz hier. Okay, ja, dann haben wir doch jetzt schon mal das erste Banditenlager hier platt gemacht. Und hier ist ein ehemaliges Banditenlager. Wisst ihr was? Da gucken wir natürlich auch gleich nochmal hin. Wo ist denn jetzt der Wegpunkt? Dort. Ja,
Also ich habe es mir echt schwieriger vorgestellt. Aber das ging ganz gut. Ich finde nur, es sieht irgendwie ein bisschen affig aus, wie man kämpft. Aber mein Gott, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ach, hier. Und hier ist Flachs. Den nehmen wir mal mit. Hey, da ist doch auch jemand. Ist der gut oder ist der böse? Wer bist denn du? Will nicht reden, steck deine Waffe weg. Sorry, I don't have time for chat right now. Tut mir leid, aber ich habe keine Zeit für ein Gespräch. Wie keine Zeit? Na gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wo könnte man denn Seile und sowas finden? Wir laufen jetzt hier einfach nochmal rum. So schaut es nämlich aus. Vielleicht einfach mal dahinter auch. Lass mich mal kurz auf die Karte schauen, wo wir sind. Den Wegpunkt kann ich wegmachen und den da auch. Er tut hier fleißig irgendwelche Sachen sammeln. Super duper. Und wir machen das jetzt auch hier. Kann ich die auch ernten? Nein, schade. So, Flachs haben wir genug. Auf jeden Fall. Für die Quest. Dann brauchen wir Salbei. Ist hier aber auch genug. Mein Inventar ist voll. Und zweimal Hanf, aber das wächst ja bei uns im Dorf. Stock. Hier ist auch nichts Interessantes. Gehen wir mal zurück und schauen, was unser Gefährte so macht. Warte mal, was sind denn das? Ach so, das sind die zwei Lagerplätze. Ich dachte mir schon, was sind das für fette Truhen? Hallo du, wie geht's denn so? Untätig, warte auf Beschäftigung. Lebt in Wohnzelt. Okay, auf jeden Fall geht's ihm wieder gut und seine Schuhe sind anscheinend trocken. Jetzt weiß ich nicht, ist es eine gute Idee, wenn ich dieses Token da zum Beispiel reinlege? Nicht, oder? Ah, wie war das mit alt? Ach so, es passt doch noch was rein. Hier ist doch noch ein Platz. Hey? Naja, was soll's. Für was haben wir denn jetzt die Riemen gebraucht? Irgendwas konnte ich damit erforschen. Gucken wir jetzt nochmal gleich nach. Wo waren die Riemchen? Hier, bei der Dorfhalle. Aber 15. Aber ich will die Riemen jetzt nicht in meinem Inventar lassen. Dann packe ich sie jetzt hier rein. Quatsch, hier ist die Ding. Die Riemen kommen rein. Zinnerz kann auch rein. Felle. Hier der Stein, der Flachs. Und dann lasst uns mal ganz schnell aufs Klo gehen. Hallo? So. Bei so einem Scheißwetter will ich... Bei so einem Kacki-Wetter will ich ins Zelt. Genau. Wir bleiben jetzt einfach 5 Stunden hier drinnen und beobachten. Und er hat einen Pilz gefunden. Also wenn wir jetzt nochmal hier oben auf die Siedlungsübersicht gehen. Raid-Bedrohung. Ich glaube, wenn sich der Balken hier gefüllt hat, werden wir überfallen. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir haben hier die einfache Werkbank, unsere ganzen Sachen halt eben.
Was kann ich denn hier machen? Ach so, da kann ich das dann den Siedlungen zuweisen. Hier zeigt es uns auch an, wenn etwas fehlt. Ist auch nicht schlecht. Bevölkerung, da sehen wir natürlich jetzt nur ihn, weil wir haben ja sonst niemanden. Und hier sind ja auch nochmal die Arbeitsprioritäten. Gut, die können jetzt erstmal so bleiben. Hier sehen wir in der kompletten Übersicht, was wir in den Kisten alles haben. Lieferungen haben wir nichts. Unser Inventar ist klar. Wisst ihr, was ich mich frage? Wann ich neue Waffen herstellen kann? Aber wahrscheinlich geht es dann erst, wenn ich mir Zinn und so machen kann. Der Tech-Baum, den haben wir vorher schon gesehen. Armee, Tagebuch, zweimal Hanf. Holen wir uns mal Hanf. Hey, ist unsere Falle kaputt? Tatsächlich. Das ist sehr fies. Na? Also gut. Dann machen wir es doch jetzt mal so. Er braucht zweimal Salbei, zweimal Flachs und zweimal Hanf. Dann holen wir uns das jetzt hier raus und beenden dann quasi gleich die Quest. Zwei Stück. Gut, und dann können wir wieder zu Dalibor düsen. Ich spule das dann für euch vor, damit ihr den Weg jetzt nicht sehen müsst. Bis gleich. Da läuft er, unser lieber Dalibor. Bleib mal bitte stehen. Yes. Is there something you benötigt need? Ihr etwas? Wegen der Kräuter, die du wolltest. Hast du sie gefunden? Ich habe alle Kräuter, die du aufgelistet hast. Ich hoffe, sie helfen. Brilliant. Hervorragend. Mach dich am besten gleich an die Behandlung, also. Hier, nimm das für deine Mühe. Wenn ich wieder gesund werde, baue ich dir alles, was du willst, kostenlos. Hup, hup. Außerdem habe ich diese hier für dich. Wähle, was du willst. Landwirtschaft. 150 Münzen. Geil. Und... Aber wieso habe ich dann jetzt nur noch 141 Münzen? Egal. Wurschti. Und zwei von den Büchern und eine von diesen alten Münzen. Ach ja, genau, die können wir ja dem Typi schenken. Der steht doch hier. Stop wandering around. Hello? Hello. Ich habe etwas Besonderes für dich. Ich möchte dir ein paar Münzen geben, die ich gefunden habe. Hier. Cool, jetzt haben wir hier mehr Vertrauen bekommen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und das war's aber auch schon. Was haben wir denn jetzt noch für Quests? Welcher Buchstabe war denn das jetzt nochmal? Ich vergesse es immer. Ja, wir haben jetzt nur noch die Quest. Das heißt, wir müssen ja eigentlich wieder neue Quests annehmen. Jetzt wird es aber auch wieder dunkel. Ich würde sagen, ich düse jetzt nach Hause. Und dann bin ich gespannt, was passiert, wenn morgen der Winter ist. Also bis gleich. So, wir schlafen jetzt. Und jetzt, Leute, was passiert, wenn wir aufwachen? Tag 7. 7 Tage schon, krass. Und? Oh. Das ist enttäuschend. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es jetzt schneit. Tut's aber nicht. Und da hinten ist schon wieder diese Kuh. Okay. Wie kann ich ihm denn jetzt so ein Buch geben? Muss ich das in sein Inventar tun? Lehrlingsbuch Handwerk und Landwirtschaft. Jetzt schauen wir einfach mal, was passiert, ob er das dann auch liest. Naja, wenn ihr wisst, wie das geht, wie er die Bücher lesen kann, dann sagt auf jeden Fall da auch mal Bescheid. Okay,
Dann gehen wir doch jetzt einfach nochmal so ein bisschen auf Erkundungstour. Gucken uns noch ein bisschen mehr die Gegend hier an. Vielleicht finde ich dann ja auch gleich noch einen coolen Platz, wo ich mir noch eine Barbar-Base-Basis aufbauen kann. Vielleicht stiebet hier ja auch ein See. Da hinten ist wieder so ein Hirsch. Ach so, ja, das ist Flachs. Da ist ein Hasi. Ich frage mich, wo ich Seil herbekomme. Man könnte doch theoretisch... Ich meine, wir sind ja von hier gekommen. Wenn wir dorthin zurückgehen und dann nochmal in die Kiste gucken, ob dann da noch was drinnen ist. Das mache ich dann auf jeden Fall nochmal. Aber jetzt will ich erstmal hier so ein bisschen rumschauen. Hier sind halt übelst viele Pilze. Felsen. Ganz viele Hasen. Hier sind wir jetzt natürlich auf dem Weg. Wo führt denn der Weg uns hin? Keine Ahnung, hier ist ein Wolf. Ich mag Wölfe nicht sonderlich. Aber okay, stellen wir uns doch diesem Wolf. Wobei, jetzt habe ich halt aber auch nicht mehr so viel Gesundheit, weil ich nichts gemampft habe, gell? Na, dann lieber nicht. Dann lieber nicht. Der soll sich mal den Hasen da grabbeln. Ich glaube, da ist er besser bedient wie mit uns. Okay, hier ist jetzt eine Abzweigung. Das heißt für uns links oder rechts. Was sagt die Karte? Wenn wir rechts gehen, kommen wir halt nochmal zu so einem Banditenlager. Sollen wir da nochmal hindüsen? Und gucken, was da so geht. Vielleicht schaffe ich die ja auch. Und dann habe ich wieder ein bisschen mehr Loot. Das wäre nicht schlecht. Was haben wir hier? Ach ja, Bären. Aber Bären geben uns auch Essen. Deswegen, ja, bringt uns auf jeden Fall mehr Gesundheit. Das soll der Block sein, okay. Wo sind die Banditen? Wo sind sie denn hin? Hm. Ein bisschen Zeit haben wir noch, bevor wir sie sehen. Oh, da. Wir verstecken uns hinter diesem jungen Baum. Oh, die schießen. Hilfe. Oh Gott, die sind, glaube ich, ein bisschen böse. Egal, ich schaffe das. Oh, okay, nein, ich schaffe es nicht. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Oha, ich habe fast keine Gesundheit mehr. Habe ich den Verband noch dabei? Ich glaube schon, gell, aber... Das Problem ist, die werden uns jetzt wahrscheinlich ewig hinterherlaufen. Oder? Ja, Scheibenkleister, lauf! Überfallgefahr erhöht, 50%. Scheiße. Nein. Trifft er mich, wenn ich so langsam laufe? Ah, sie sind zurückgegangen. Oh, das war knapp. Dann schnell mal verbinden. Okay, also das hat nicht funktioniert. Da muss ich mir vielleicht meinen Gefährten auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich denke, an dieser Stelle beende ich den Part erstmal. Vielen Dank auch heute wieder an alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte meinen auf jeden Fall und ich freue mich auch jetzt schon wieder auf den nächsten Part. In dem Sinne, macht's gut und einen schönen Abend. Bye, bye.